Hi, das hier ist der Hammer, und zwar der Beef Hammer. Und wie ihr den macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt also den Beef Hammer. Das ist im Prinzip nichts anderes als eine Beinscheibe auf den Spuren eines Tomahawk Steaks. Also schön ausgelöst eben vom Metzger. Sieht super geil aus. Wir werden das gleich auspacken. Habe ich bei der Schwarzwälder bestellt. Der Link zum Fleisch wie immer unten in der Videobeschreibung. Und diesen Beef Hammer werden wir heute 3-2-1 machen. Sprich, also der kommt auf den Smoker, wird 3 Stunden geräuchert. Dann 2 Stunden eingepackt in Butcher Paper. Allerdings noch mit einer geheimen Zutat. Die zeige ich euch erst später. Und später wird dann noch glasiert mit einer Soße, die wir auch selber herstellen. Also, dann starten wir jetzt erstmal. 3 Stunden räuchern steht an. Ich packe das gute Stück mal aus. Bevor ich mich ums Fleisch kümmere, kümmern wir uns schnell um meinen Grill. Hier habe ich meinen Pelletsmoker gefüllt mit Kirschpellets. Und ja, den starten wir jetzt. Und wir möchten das Fleisch ja 3 Stunden lang räuchern. Dementsprechend starten wir den Grill jetzt. Und wir das Fleisch ja räuchern möchten, beziehungsweise am Anfang erstmal mit einer ordentlichen Portion Rauch versorgen wollen, stelle ich jetzt erstmal die Smoke-Funktion ein, und zwar auf 1 Stunde. Der Grill muss jetzt erstmal auf Temperatur kommen, sprich also 85 bis 90 Grad erreichen, bevor dann dieser 1-Stunden-Countdown zu laufen beginnt. Und in der Zeit, wo der Grill jetzt auf Temperaturen kommt, kümmern wir uns um das Fleisch. Schaut euch mal dieses Prachtexemplar an. Absolut großartig. Das wollen wir, wie gesagt, 3-2-1 machen. 3 Stunden räuchern, 2 Stunden dämpfen, 1 Stunde glasieren. Und damit mir das Stück gleich im Grill nicht auseinanderfällt, wenn es dann weiter gegart ist nachher, das im Prinzip ist das ja wie eine Beinscheibe, sprich also sehr bindegewebshaltig und braucht eben sehr, sehr lange, dass dieses Bindegewebe, was hier drin ist, sich eben auflösen, dass das Fleisch dann eben super zart wird. Und wenn es eben super zart wird, neigt es dazu, auseinanderzufallen. Und das ist der Grund, warum ich es hier jetzt dementsprechend zusammenbinde und versuche so zu fixieren. So, das Fleisch ist in Form gebunden. Jetzt werden wir es noch würzen. Dafür verwende ich meine Pure Barbecue Gewürzmischung. Ihr könnt ja natürlich alles nehmen, was euch gefällt, aber die passt hier ganz gut, zumal wir ja eben mit Rauch arbeiten. Da brauchen wir kein geräuchertes Paprikapulver, dementsprechend brauchen wir die Royal Flush Mischung da nicht. Einfach jetzt überall von der Gewürzmischung rangeben, das Fleisch sozusagen drin hämmern, dass das überall gut ansitzt. Das, was an Gewürzmischung über ist, können wir hier oben noch drauf reiben. Das Ding sieht einfach unfassbar gut aus. Damit ist der Beef Hammer fertig vorbereitet und kommt jetzt auf meinen Sheriff. Hier hat Deichkind doch so richtig gesungen, denken Sie groß. Naja, gut, also, das ist der Sheriff, der ist jetzt soweit vorbereitet. Das ist der Beef Hammer. Ich denke, ihr erkennt das Problem. Ja, also von daher, das wird so nicht funktionieren. Da müssen wir uns ein bisschen was drumherum basteln. Mit anderen Worten, wir werden den Beef Hammer legen. Und zwar hat der Beef Hammer hier eine etwas fettigere Seite. Diese Fettseite legen wir jetzt erstmal nach unten und setzen ihn quasi so halb liegend. Das sieht auch eigentlich gar nicht so schlecht aus, muss ich sagen. Legen ihn also halb liegend in den Grill rein und werden ihn jetzt also erstmal 1 Stunde lang ordentlich mit Rauch versorgen. Ihr seht jetzt auch schon hier, der Rauch steigt jetzt gerade auf, schnell den Deckel zu, denn der Rauch soll ja nicht raus, sondern ans Fleisch. Also bis gleich. Natürlich habe ich eine Kleinigkeit vergessen, wir wollen das Fleisch natürlich auch noch verkabeln. Und ja, ich weiß, der Sheriff hat keine WLAN-Steuerung, deswegen vertraue ich wie immer auf meine Mieternadel. Die stechen wir jetzt hier in den Beef Hammer hinein, messen damit also die Kerntemperatur im Fleisch, machen den Deckel zu und dann kann ich eben auch den Grill von innen überwachen. Wie gesagt, das ist der einzige Kritikpunkt, den ich an diesem Pellet Smoker habe, dass er eben keine Funkübertragung für die Temperaturen hat, denn irgendwas nachjustieren oder dergleichen, wenn er läuft, braucht er nicht, der läuft wie ein Uhrwerk. Aber wie gesagt, dafür habe ich den Mieter Plus und ja, mit dem überwachen wir das Ganze. So, dann verraten wir dem Mieter noch, was wir vorhaben. Garvorgang, Rindfleisch, naja gut, dadurch, dass wir jetzt da was haben, was eigentlich noch keiner kennt, sagen wir mal Sonstiges. Und da ist es so, wir wollen zu einer Kerntemperatur von 94 Grad, wir wollen ja, dass das Ding nachher komplett auseinanderfällt. Also, nehmen wir das so, sagen beginnen. Jetzt momentan ist es im Grill 72 Grad, im Fleisch 15, Ziel sind 94, also Abfahrt. Wir haben dem Grill noch gar nicht verraten, wo wir später überhaupt hinwollen. 120 Grad möchte ich gerne im Grill haben. Das heißt, wenn er mit der Smoke-Funktion fertig ist, geht er dann automatisch auf die 120 Grad hoch. Die 1 Stunde mit dem Extremrauch ist vorbei. Der Sheriff heizt jetzt auf 120 Grad und wir schauen uns mal den Beef Hammer an. Da liegt er. Das ist ein Megabild. Hat also in der Zeit jetzt auch schön Farbe gekriegt
Und ja, wie gesagt, gart jetzt für die nächsten guten 2 Stunden bei 120 Grad. Wir machen den Deckel zu und auf geht's. So, 3 Stunden und 6 Minuten sind vergangen. Ihr seht es hier auf meinem Handy. Innen 62 Grad, Ziel 94, außen 120 Grad, wie angetackert. 4 Stunden 50 sagt er jetzt noch, dass die verbleiben. Wir packen jetzt das gute Stück mal ein. Beziehungsweise werfen wir erstmal einen Blick drauf. Schaut mal hier. Ist das nicht der Hammer? Okay, schlechtes Wortspiel. Den Beefhammer nehmen wir jetzt also vom Grill runter und werden ihn einwickeln. Großartig. Da ist das gute Stück nun. Das wollen wir jetzt also in Butcherpaper einwickeln, damit wir es quasi dämpfen. Dafür setze ich es also hier auf das Butcherpaper drauf. Wickeln wir einmal hoch, das scheint zu passen. Und dann schlagen wir jetzt das Papier seitlich hier so hoch. Der Duft, kann ich euch jetzt schon sagen, der ist schon großartig. So, jetzt ist es aber so, ich möchte es nicht nur in Butcherpaper einwickeln, ich möchte es ja auch dämpfen. Und dafür brauchen wir ein bisschen Flüssigkeit. Und ich habe hier Kirschen aus dem Glas und die werden wir jetzt mit zu dem Beefhammer geben, dass also die Flüssigkeit auch oben drauf kommen, die, dass sie also seitlich vorbeifallen und dass dann eben, wenn jetzt gleich die Kirschen anfangen zu garen, auch von der Flüssigkeit gehen wir noch ein bisschen was drüber. So, und das Ganze wird jetzt eben dann schön eingepackt. Die Mieternadel bleibt natürlich in dem Paket drin, das ist klar. Und dann schnappen wir uns ein Stück Metzgergarn und binden das Ganze ordentlich zu. Da steht unser Päckchen, oben guckt der Knochen raus und so kommt das Ganze jetzt wieder auf meinen Grill. Da ist unser Päckchen. Schön seitlich reingelegt, hervorragend. Deckel zu und weiter geht die wilde Fahrt. Wie gesagt, bis zur Kerntemperatur ist noch eine ganze Ecke hin. So, jetzt wo wir das Fleisch eingepackt haben, gehen wir von der Temperatur ein klein wenig höher, und zwar auf 130 Grad, damit wir da wirklich ordentlich Dampf in unserer Packung kriegen, damit wir jetzt also den Beefhammer ordentlich dämpfen können. 130 Grad und los geht's. Heieieiei, es gibt Dinge im Leben, die brauchen länger. Das hier braucht sogar sehr lange. Wir sind jetzt bei 70 Grad im Kern. Haben 94 Grad eingestellt, das Ganze ist jetzt seit 5 Stunden 20 auf dem Grill. Das mit dem 3-2-1, Leute, könnt ihr tatsächlich komplett verhaken. Temperatur, wie gesagt, im Grill 130 Grad hatte ich ja hochgestellt. Wir lassen das jetzt einfach laufen, mal Minimum noch eine Stunde. In der Zwischenzeit möchte ich mich gerne um die Glasur kümmern und genau das machen wir jetzt. Hier sind die Zutaten, die ich für die Glasur verwenden werde. Zum einen haben wir hier noch die restlichen Kirschen aus dem Glas. Natürlich vorher gecheckt, dass da keine Kerne drin sind. Die kommen hier also in eine Pfanne. Dann habe ich hier 200 Gramm Ketchup. Für die Süße kommt noch ein bisschen Honig dazu. Nochmal so einen Esslöffel. Kann ich den auch endlich mal hier leer machen. Und um den Geschmack abzurunden, gibt es noch ein klein wenig Wustersoße. Das soll vollkommen reichen. So, und das sind alle Zutaten, die ich für meine Glasur verwenden werde. Das rühren wir jetzt mal kurz vorsichtig unter. Und dann stellen wir diese Gusspfanne, so wie wir es bei den Cherry Ribs auch gemacht haben, auf den Grill. Und ja, der läuft ja jetzt, wie gesagt, bei 130 Grad. Das heißt also, die Soße wird, beziehungsweise hier diese Glasur wird dabei noch schön eindicken. Die Kirschen schön einkochen. Dass wir dann später wunderbar dann das zum Fleisch halt eben geben können. Dass wir so eine leicht fruchtige Note eben dann eben an dieser Glasur haben. So, hier ist unser Päckchen. Das bewegen wir jetzt mal ein kleines Stückchen hier rüber. Damit wir hier drüben Platz für die Pfanne bekommen. So. Wunderbar. Gut, dann machen wir den Deckel wieder zu und lassen, wie gesagt, das jetzt auf jeden Fall mal Minimum noch eine Stunde laufen. Vor einer Kerntemperatur von 85 Grad möchte ich gar nicht anfangen, da irgendwas auszupacken.
So, manche Dinge brauchen etwas länger und diesmal sind wir an der zeitlichen Vorhersage komplett vorbeigeschossen. 8 Stunden, 36 Minuten, 91 Grad haben wir. Die 116 Grad sind im Paket, nicht im Grill. Denn wenn wir mal eben aufmachen, ne, wir haben ja den Mieter hier in dem Paket drin. Und hier, wie gesagt, wir sind jetzt bei 91 Grad. Hier an der Seite ist meine Glaze, die ist fertig. Die ist richtig schön einreduziert. Und hier habe ich so einen Temperaturfühler vom Sheriff und wir stechen jetzt einfach mal hier ins Fleisch rein und ja, schaut mal, seht ihr das? Das geht wie Butter, geht das rein. Ich würde die Behauptung aufstellen, dass unser Beefhammer jetzt fertig ist und ich nehme ihn jetzt runter und ich bin auch ganz ehrlich, ich möchte nicht länger warten. Ich nehme ihn jetzt runter, aber das, was ich gerade eben, wir stechen gleich nochmal mit dem Holzstück rein, aber ich denke, ihr werdet verstehen, was ich meine. Das bedeutet, wir könnten den Sheriff dann endlich in den Ruhemodus schicken. Das heißt, er fährt jetzt runter, verbrennt die letzten Pellets, wir machen den Deckel zu, Grill fährt runter. Der Kaiser würde sagen, ist denn heute schon Weihnachten? Also packen wir das Geschenk mal aus. Wir machen einmal hier das Band ab. So. Wow, ich hoffe, ist das von der Belichtung her, geht das einigermaßen? Das sieht sensationell aus. Tiefrote Farbe von den Kirschen, die wir damit reingetan haben. Wartet mal, wo sind die Holzspieße, wenn man sie braucht? Aber schaut mal her. Wie Butter, guck mal hier. Herrlich, super gut. Also das Ding ist butterzart. Das wird der Hammer. Die Mieternadel können wir rausnehmen. Schaut mal her. Da ist er. Der Beefhammer. Der Wahnsinn. Und hier, das was natürlich jetzt hier in dem Butcherpaper drin ist, das lassen wir natürlich auf gar keinen Fall umkommen. Das geben wir hier mit in die Soße. Sprich also die Kirschen. Und natürlich auch das Fett. So. Und letzten Endes ist es jetzt so, dass wir es quasi in dieser Soße anrichten werden. Jetzt machen wir erstmal hier das ganze Bandgedöns weg. So, und dann, wahrscheinlich können wir den direkt so vom Knochen runternehmen. So, schaut. Da ist der Knochen. Den stellen wir einfach mal hier hin. So, und jetzt hier. Letzten Endes könnte man das Fleisch jetzt einfach pullen. Man könnte das Fleisch sicherlich einfach pullen. Ich schneide es jetzt aber einfach in solche Stücke und setze es hier in die Soße rein. Das, was dann gleich eben mit der Soße essen können. Wir haben heute das Mittagessen ausfallen lassen, weil ich der irrigen Meinung war, dass ich das bis 16 Uhr fertig habe. Jetzt ist es nach 7. Ist halt wie es ist. So, dann schneiden wir es mal klein. Guck mal her. Das sieht sehr gut aus. Und das Messer, wie gesagt, geht da durch wirklich wie Butter. Und wenn ihr so Stücke habt, wo noch so Sehnen dran sind oder wo noch Fett dran ist, zupft das einfach runter. So, und dann schnappe ich mir jetzt ein Stück hier und dann wird das Ganze natürlich auch probiert. So, hier ist also ein Stück von dem Beefhammer mit der Kirschglaze und jetzt wird das Ganze natürlich auch probiert. Das ist wie so ein Pralinchen, das euch auf der Zunge wegschmilzt. Mmh. Oh Leute, es schmilzt euch auf der Zunge weg. Wahnsinns Rindfleischgeschmack, also wie gesagt, Beinscheibe ist ja vom Geschmack her ein sehr intensives Stück Fleisch, wird ja gerne für Ossobuco verwendet. Und letzten Endes hätte man das auch jetzt, wie gesagt, im Schmortopf machen können und wäre sicherlich um einiges schneller gewesen. Wir haben jetzt über 8,5 Stunden gebraucht.
Und wie gesagt, die Sauerländer haben auch ein Video dazu gemacht, haben das Ganze im Dutch Oven gemacht. Schaut euch das auf jeden Fall an. Ich hoffe, die haben das Video schon zu dem Zeitpunkt, wo das Video erscheint, rausgebracht. Aber Beefhammer ist eine herrlich leckere Geschichte. Das Fleisch verlinke ich euch sehr gerne unten in der Videobeschreibung, habe ich bei der Schwarzwälder bestellt. Das ist eine richtig schöne Geschichte, aber es braucht Zeit. Und wie gesagt, 3, 2, 1, vergesst es, funktioniert nicht. Also zumindest nicht bei so einem Riesenstück. Das, was wir da jetzt haben an Fleisch, das sah erst am Anfang tierisch viel aus, dann zieht sich das zusammen. Und dann ist man der Meinung, das ist jetzt super wenig. Aber Leute, glaubt mir, von dem Fleisch, was wir da haben, das werden 4 Leute sehr wahrscheinlich nicht schaffen. Es ist sehr, sehr mächtig. Also gerade Rinderfett ist ja sehr, sehr mächtig. Und dann im Zusammenhang mit dieser schweren Kirschglaze, also wenn man da 4, 5 Stück von gegessen hat, dann ist wirklich Feierabend. Aber das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten meines Kanals sein, dann habt ihr hier unten auf kostenfreier Ehrengrillerbasis die Möglichkeit, das gerne nachzuholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat eine Story von diesem Beefhammer gesehen. Folgt mir also bei Instagram für kurze Videos, kleine Stories und so weiter und so fort. Seid einfach näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.